Moin moin Leute und willkommen zu einem kleinen Infovideo über meinen Kanal, wie es jetzt in Zukunft weiterläuft. Wie ihr wisst, laufen jetzt gerade ein Projekt hatte geendet, die CR-Meisterschaft 2018, aber es läuft aktuell ein Projekt, Minecraft Pocket Edition Together mit meinem Bruder zusammen. Spielen wir eine Map namens Questland, spielen wir eine Map namens Questland, so heißt die Map dort einfach. Wenn ihr es anschauen wollt, sucht das in meinem Kanal, also das ist ein aktuelles Let's Play, müsstet ihr da finden. So, was ich hier besprechen möchte, ist die Zukunft des Kanals und was alles demnächst vorkommt. Denn ich hatte YouTube-Pause gehabt, jetzt ist sie so halb Pause, halb aktiv, also halb aktiv, halb inaktiv mein Kanal. Ich habe vor, diesen Kanal noch ein bisschen weiter zu betreiben, bevor ich den neuen Kanal eröffne. Denn Gaming-PC kann sich wieder ein paar Monate verschieben, da ich jetzt mehrere hundert Euro Kosten habe und deswegen. Ja, das Geld ein bisschen flöten geht, sage ich jetzt einfach mal. Und mein Job wechselt auch noch. Ich wurde gekündigt zum Ende dieses Monats und muss jetzt einen neuen Job antreten. Muss ich gucken, wie ich das hinkriege. Also ich habe schon einen Job. Keine Angst, ich werde kein Obdachloser oder Arbeitsloser. Nee, ich habe einen flüssigen Übergang zu einer anderen Firma. Ist aber jetzt auch egal. So, ich habe, wie gesagt, vor, diesen Kanal weiter zu betreiben. Mein Plan war jetzt ein bisschen mehr in Richtung Clash Royale zu gehen. Aber wenn ich mir so recht überlege, bei Clash of Clans sind viele Sachen neu dazugekommen. Da habe ich gedacht, vielleicht könnte man ja einen neuen Clash, also wieder Clash of Clans Videos betreiben. Allerdings würde ich das nicht mehr so intensiv und so aktiv wie es damals machen, sondern so, wenn ich Lust drauf habe. Und dann die Videos, je nachdem, wie lang, manche Videos können 5 Minuten lang gehen. Wenn ich Lust habe, mache ich 20 Minuten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Clash of Clans Videos wieder auf meinem Kanal haben wollt. Ansonsten empfehle ich den YouTuber Aquarellis. Zu dem komme ich jetzt auch gleich. Der macht nämlich sehr aktiv Clash of Clans Videos und Streams. Ihn würde ich definitiv empfehlen. Das heißt, er würde mal statt auf meinen Kanal Clash of Clans, eher auf seinen Kanal, denn er ist darauf spezialisiert. Auf seinen Kanal, der wird dann Clash of Clans sein. So hab ich gedacht. Hab ich halt gedacht. Und dann eure Frage, ob ihr trotzdem wollt, dass ich auf meinen Kanal, auf meinen Accounts, die Videos hochlade zu Clash of Clans. Ist eure Frage, schreibt mir in die Kommentare. Ich kann während der Handyfunktion oder bei der Handyfunktion leider nicht die Infokarte hier einblenden lassen. Ich habe es kurz nachgeguckt, geht nicht. Ich habe jetzt kein PC zur Hand. Ich bin jetzt bei meiner Freundin bis Freitag kurz, also 10, 11 Uhr fahre ich kurz nach Hause. Dann muss ich nach Hamburg zum Hamburger Hauptbahnhof. 23:45 Uhr geht es da los Richtung. Einige von euch, die mich länger kennen, wissen das bereits. Richtung Prag. Ja gut, ist eine Zwischenstation. Also über Prag Richtung Schweiz. Und wen kenne ich aus der Schweiz? Aqua. Zu wem fahre ich auch hin? Aqua. Wen besuche ich? Ah ja, okay, ich hoffe. Also ich fahre zu Aqua für eine ganze Woche. Da werden auch Vlogs auf diesen Kanal auch kommen. Zu der Fahrt dahin, Abreise, ganz am Ende natürlich und halt. Was ich bei ihm alles so mache. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist die Berge anschauen. Ich war noch nie in den Bergen. Bin sehr gespannt drauf, wie die Berge dort in Real Life aussehen. Ich habe sie nur in Bilder gesehen. Ich habe sie noch nie in meinen eigenen Augen gesehen. Darauf freue ich mich schon. Aqua hat schon auch irgendwie so einen Wochenplan gemacht. Ich habe ein Video von ihm gesehen. Der hat sein aktuell vorletztes Video. Was kommende Woche alles auf seinen Kanal kommt. Da hat er alles erzählt, was alles geplant ist. Er meinte irgendwie, also wir werden auf jeden Fall Clash of Clans zusammen streamen auf seinem Kanal. Das steht schon mal fest. Vielleicht parallel auch auf meinem Kanal. Das werden wir dann spontan sehen. Auf jeden Fall werde ich auf seinen Streams live zu sehen sein werden. Ist das richtiges Deutsch? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat es einen Punkt am Ende. Ja, wie gesagt, eine Woche bei Aqua. Vlogs kommen natürlich auf meinen Kanal. Vielleicht erst nach meiner Abreise, das heißt, bei Aquarellis seht ihr das alles schon früher. Ich muss gucken, wenn ich dort eine Schneidefunktion habe und dort auch hochladen darf, dann würde ich das halt früher hochladen. So, und etwas, was ich ganz kurz ansprechen möchte. Ich kenne mich nicht exakt damit aus, aber zum Artikel 13 einmal ganz kurz. Ich habe viele Videos gesehen, wie alle sagen: Oh mein Gott, jetzt werden alle Europa-Kanäle gelöscht werden oder so. Stimmt nicht. Also zum 99% bin ich mir sicher, dass das nur, wie sagt man das? Mir fehlt der Begriff jetzt. Mir liegt es auf der Zunge, aber mir fehlt der Begriff, das ist einfach nur so eine Hetzerei, nicht Hetzerei. Panikmache, genau, dass es nur Panikmache ist. Ich bin der Meinung,
nachdem ich mich informiert habe, also nicht meine eigene Meinung, sondern es ist schon meine eigene Meinung, aber ich habe mir Infos beschafft über YouTube, übers Internet, was alles so steht. Und zu 99,9% bin ich mir absolut sicher, diese europäischen Kanäle nicht gelöscht werden. Und es einfach nur härtere Upload-Filter geben wird, sodass man sogar Videos hochladen kann, wo es ein bisschen zweifelhaft ist, ob es urheberrechtlich geschützt ist oder nicht. Aber auch bei Videos, die keine Urheberrechtsverletzung haben, sagt man das so, ich weiß es nicht, die werden teilweise auch ja, sicherheitshalber von YouTube gelöscht, bevor es geuploadet wird. Also so ein Upload-Block halt. Ich bin mir nicht ganz, also ich bin der falsche Ansprechpartner zu diesem Thema. Ich habe mich nur informiert. So richtig erklären kann ich dies nicht. Das ist mein natürlicher Charakter. Ich habe Probleme, solche Sachen zu erklären. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich verstehe das, aber ich kann es halt schlecht rüberbringen. Außer bei mathematischen Formeln. Das kriege ich irgendwie noch einigermaßen hin. Aber das ist jetzt was anderes. Also. Und Aquas Kanal wird aber definitiv nicht betroffen sein, da er ja aus der Schweiz hochlädt. Der Schweizer ist und Schweizer Kanal betreibt und Schweiz gehört, aha, nicht zur EU. Also betrifft es nur die EU-Länder, nicht Europa. Nur das schon mal im Voraus. Also sein Kanal, also Aquas Kanal, wird überhaupt nicht, keinster Weise dazu betroffen. Aber egal. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Clash of Clans Videos auf meinem Kanal haben wollt. Ich habe mir so gedacht, dass wenn ich den, also ich werde irgendwann einen neuen Kanal errichten, dann werde ich dort Let's Plays machen. Rocket League ist geplant, BeamNG ist geplant, Clash Royale sowieso, habe ich kleine Turniere vor, aber das so eher nebenbei. Und Clash of Clans ist eine Frage, ob ich das dann auf meinen neuen Kanal bringen soll oder nicht. Das könnt ihr dann entscheiden. Wahrscheinlich werdet ihr es wollen, aber ich werde es am Ende noch entscheiden, ob ich es mache oder nicht. Denn ich finde, ich und Aqua sind ja, kann man sagen, YouTube-Partner. Also wir sind schon stark miteinander befreundet. Ja, dann würde ich sagen, Clash of Clans Sachen könnt ihr bei ihm gucken und Let's Plays und andere Dinge dann halt bei mir. Er empfiehlt auch meinen Kanal immer weiter, obwohl ich gerade nicht so aktiv bin. Deswegen sage ich, mache ich das auch für ihn. Also schaut bei Aqua rüber, zur Aquarellist rüber, wenn ihr Clash of Clans sehen wollt. Vielleicht gibt es dann, wenn ihr es wollt, auf meinem Kanal auch Clash of Clans Inhalte. So, ich müsste das Wichtigste gesagt haben. Da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Questland läuft es momentan. Ich habe ja vorproduziert. Und ja, Streams wird es auf meinem Kanal nicht geben. Das haben wir kurz angesprochen. Ich habe einfach sehr, 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 sehr schlechtes Internet. Also, ich habe es mal probiert bei Clash Royale kurz. Habe die Videos nachher gelöscht. Das hat nicht funktioniert. So, dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.